Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde World of Warship. Ja, ich habe gerade gesehen, dass ich die ganze Zeit eine falsche Einstellung hatte. Ich habe sie jetzt geändert. Ich hoffe, das ist jetzt die richtige. Also bei dem Spiel. Gut, ich fange dann jetzt erstmal an zu würfeln. Schau mal, was ich habe. Eine 2. St. Louis. Ich glaube, mit der haben wir schon mal gespielt. Vorgestern. Naja. Das wird. Das war, glaube ich, auch die, die so schnell kaputt geht. Also mit der ich überhaupt nicht spielen kann. Am liebsten spiele ich immer die Zerstörer. Die sind schön schnell wendig. Die können ganz schnell von den Torpedos ausweichen. Aber wenn ich jetzt so einen Schlachtkreuzer oder jetzt halt nur einen Kreuzer habe. Die sind so schnell kaputt. Kreuzer. Schlachtkreuzer müsste das. Flugzeugträger. Schlachtkreuzer. Oder Schlachtschiff halt. Die sind halt so langsam. Vor denen kannst du gar nicht fliehen. Vor den Torpedos. Offene See. Drei Felder einnehmen. Oh je, mine. Das wird ein Gemetzel. Ja, mit meiner St. Louis fahre ich eigentlich die ganze Zeit um meinen Kreis, wenn ich auf ein Schiff schieße. Weil so ist eine Kanone nach den anderen immer wieder frei. Und so schieße ich so eine Art Maschinengewehr, nur ein bisschen langsamer halt. Die Schlacht beginnt. Das kann ich euch ja gleich mal zeigen, wenn ich mit der St. Louis schieße. Wie ich mit der schieße. Wenn nicht schon wieder solche Lecks wären. Oh. Was ist nur los hier? Mal ist es richtig schlimm, mal kann ich richtig gut spielen. Okay, ich spiele nur über WLAN. Dadurch habe ich sowieso nur 60% weniger Internet. Aber 60%, 40% weniger Internet. Kommt hier nur 60% dann an. Und ich könnte es über Kabel auch noch verbinden. Dann müsste ich nur mein Kabel einmal durch die ganze Wohnung legen. Ich habe zwar so ein langes Kabel, was ich auch manchmal anschließe, wenn es gar nicht mehr geht. Aber viel besser wird es dadurch auch nicht. Weil es liegt ja meist nicht am WLAN, sondern an der direkten Verbindung von Unity Media. Da kommt schon das erste Flugzeug angeflogen. Mit Maschinengewehr. Das finde ich auch bei Steel Ocean auch ein bisschen besser. Weil da kannst du ja die Flugzeuge auch noch abschießen. Das ist ja hier alles automatisch. Den dahinter sehe ich, aber der da im Feld drinnen steht, den sehe ich nicht. Dann ist das so ein Schlachtkreuz, ein kleines Chevy. Nachricht! Die ist so lahmarschig, die St. Louis. 22 Knoten.
unser Flugzeugträger wurde entdeckt. So, dann fahren wir. Ach, wir bleiben in der Mitte. Nimm das in der Mitte ein. Hm? Mama. Torpedos voraus. Torpedos? Torpedos direkt auf Steuerbord. Boah, das war knapp. Okay. Aber schon. Wird schon alle auf mich schießen. Hauptturm kritisch beschädigt. Problem gelöst. Hauptturm kritisch beschädigt. Torpedos voraus. Torpedos auf Steuerbord. Ach, die gehen nicht schon mehr. Wo ist jetzt der Kleine hier drinne? Wo ist er? Ich bin jetzt drinne. Ich sehe ihn nicht. Kann nicht wahr sein. Wo ist er? So, jetzt fahre ich immer schön in den Kreis, dass ich immer schön meine Kanonen abwechseln schießen kann. Hauptturm kritisch beschädigt. Manövrieren nicht möglich. Ja, ich muss gleich reparieren, ich weiß. So, gleich. Okay. Repariert. Problem gelöst. Und schon wieder ist der nächste kaputt. War die rechte Maustaste. Hauptturm kritisch beschädigt. Gleich gehe ich unter. Ich brenne. Das fällt weg. Den treffe ich nicht mehr. Reparieren. Problem gelöst. So, jetzt hauen wir ab. Oh ne, warte, da ist ja ein anderer jetzt drin. Da ist er. So. Ich hoffe, was ich gemacht habe, war ziemlich gut.
hoffe ich mal. Ich hoffe, ich kriege sehr viele Punkte. Ich habe zwar kein Schiff versenkt, aber ich habe eine Flagge eingenommen, 60 Treffer, dreimal Brand und ja, Flagge halt eingenommen. Zurück zum Hafen. Dann werden wir jetzt wieder würfeln und wir würfeln. Ja, wollte schon sagen. Und wir würfeln eine 6, 7, 8. Das war der Deutsche hinten, ne? 2, 4, 6, 8. Jawohl. Und wieder kein Jäger. Mensch. Wieder noch zwei Tage, wo ich den Jäger spielen kann. So, jetzt spiele ich wieder ein Kreuzer. Haben wir denn auch noch so einen Kohlberg? Der ist noch nicht aufgewertet. Okay. Als ob ich den besseren. Shame. Flugzeugträger mache ich am liebsten mit den Zerstörer kaputt. Dann probiere ich mal alle durchzuschmuggeln, mich irgendwo dran vorbeizuschlängeln. Entweder irgendwo am Rand oder. Oh, bitte. Der hier. Ein gekaufter. Noch mehr gekaufte da? Schauen wir mal bei uns lieber nach. Ach, geht ja schon los. Startet. Start the game. In 2 Minuten können wir die Dinge zeigen. SOS. Wird ausgeführt. Also der Kohlberg, der ist ziemlich schnell, das Schiffchen. Für einen Kreuzer. Allerdings hält es nicht viel aus. Und ich finde auch, die Kanonen machen nicht allzu viel Schaden. Gegnerische Streitkräfte entdeckt. Feuer auf gegnerisches Kriegsschiff konzentrieren. Wie so eine Kurve driften, das sieht voll cool aus. Ja. Wenn ich genau in der Mitte stehen will, würde ich alles im Kreis treffen. Aber ich fahre nicht in der Mitte. Möchte die abschießen. Torpedos auf Steuerbord. Und wieder Vollgas. Jetzt habe ich gerade auf der Insel geknallt. Ah, zur nächsten Insel. Hallo? Link. Ein Zerstörer.
Das sind zwei. Da sind unsere Flugzeugträger. Ich kann da auf einen schießen. Nein, das ist am Berg. Schlachtschiff. Müssen wir gleich volle Breitseite gehen. So, jetzt. Sehr gut Panzerung. Diese Schlachtkreuzer, Schlachtschiffe. Sind allerdings sehr langsam im Schießen. Der ist weg. So, Flagge kann eingenommen werden. Der ist weit weg. Dafür haben wir auch noch eine sehr weite Reichweite. Eine sehr weite Reichweite. Also gute Panzerung, weite Schussweite, nur langsam ins Schießen. Und wenn sie treffen, dann machen sie auch guten Schaden. So wie jetzt. Einmal getroffen wurde ich jetzt und habe mir 2000 abgezogen. Hat das viel. Hauptturm kritisch beschädigt! Oh, ich kann schießen. Das ist viel zu weit weg. Ich treffe nichts. Oh, doch. Dafür doch. Manövrieren nicht möglich! Boah! Hauptturm kritisch beschädigt! Feueralarm! Ich verbrenne. In einer Minute bin ich tot. Also eine Minute sage ich jetzt nur, weil jetzt ich nur noch 50 Sekunden habe, um das Feuer zu löschen und das andere alles zu reparieren. Warum kann der auf mich schießen und ich nicht auf den? Ach Mensch. Hauptturm kritisch beschädigt. Das ist eine Start. So, zurück zum Hafen. So, das waren jetzt ein paar Spiele, die für heute angesetzt waren. Morgen kommen die nächsten zwei. Diese Woche die letzten zwei. Nein, sage ich da. Die vorletzten zwei. Am Freitag kann ich nur kein World of Warcraft spielen, weil ich da ab abends schon wieder unterwegs bin. Also auf dem Weg nach Hannover. Und dann werde ich da auch Montag und Dienstag nächste Woche auch nichts machen. Dienstag vielleicht WoW abends, aber Dienstag werde ich halt morgens kein Spiel zeigen können. Dann könnt ihr die anderen drei Tage nochmal dreimal World of Warcraft spielen.
Und ja. Dann haben wir auch 5 Folgen von World of Warplanes. 2 haben wir ja schon. Von vor 2 Wochen. Da wo ich bis Mittwoch weg war. Wo ich erst Mittwochabend wiedergekommen bin. So. Gut. Das waren die Folge World of Warship für heute. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Bye bye.